Räuber, Diebe sind auf Ganoventour, Doch doch zwei zwei ganz ganz Liebe Liebe sind sind schon auf auf ihrer ihrer Spur. Spur. Ist der Fall auch schwer. Ja. Schlecht, wir lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat keine Zeit, sich Sich auszuruhen, auszuruhen. tötet bitte Bootschep! Das ist lustig, wie selbst dein Mischpult mittlerweile in dieser Funktion nicht mehr dahinterherkommt. Und es gab bis jetzt nie ein Problem, das ist seit drei Folgen oder so, seit drei Sessions. Aber den Anfang hätte ich jetzt beide nicht mehr hingekriegt. Also wenn du nicht angefangen hättest, hätte ich ihn nicht mehr auf die Rakete Weißt gekriegt. du, warum ich den genommen habe? So heißt der Beschreibungstext auch für den YouTube-Videos für Thief Simulator. Nur nicht komplett ausgeschrieben, der Text. Spielst du weiter? Wir spielen! Auch wenn ihr es nicht seht, weil Rika eigentlich mehr The Voice draus gemacht hat gerade, spielen wir Thief Simulator. Nee, ich hab was im Wir Mund, und aber bedeutet, sing ich. Rika spielt Thief Kann Simulator. ich jetzt nach Hause drücken? Ja, na klar. Und sie hat gerade erfolgreich einen Eindruck in einem leeren Haus, wo niemand wohnt, gemacht. Und ist besonders schlecht dabei. Was? Wieso bin ich? Ich hab S! Ich hab S mit. Ich bin. Ja, ich bin besser als Bonjour. Der spielt es auch nicht darauf hin, gut sein zu wollen. Doch. Oh, ich hab ein S aus. Ich hatte noch nie ein S auf. Gut, so fühlt sich das also an. Das Spiel ist gut, das behalte ich. Was ist denn das Beste? Ich, das ist meins, die I see you got my screen. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Weißt du, Anna, immer! Immer demotivierst du mich! Gute Lehrerin. Kannst du mit deinen Schülern nicht mal, was hat er jetzt gesagt? Geh Du zu deinem sollst Computer. das den Fernseher da oben hinstellen. Oder auf die. Nee, du sollst an den PC gehen, genau. Nee, da. Ich fand mich gut. Du hast den Nachteil, dass du schon erwachsen bist. Sie Deswegen benimmt sich warst aber wie drei. du. Ja. Paar Minuten später und ich wäre erst 8 oder so. Sie benimmt sich auch, als wäre sie 8, obwohl sie 33 ist. RB. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. So, jetzt musst du gucken nach Elektronik. Nicht mit dem Steuer, genau. Na, Elektronik, guck. Und da hast du den Fernseher-Ding. Die Aufgabe ist erledigt, dann kannst du den jetzt verkaufen. Genau. Hey, good work. Now, click on the rent a doll R5! Hi! Lange haben wir uns nicht mehr gesehen, gehört, Ich habe gesprochen, gerade gedacht, gerochen. das war ein Scherz. Sowas wie so. Moinsen, Rika probiert gerade krampfhaft böse zu sein. Ich bin immer böse. So, das wäre jetzt ein Job zum Beispiel. Hier heißt es, du musst die Teller kaputt machen. Okay. Aber ich dachte, das ist ein Job. Nein, das sind nur Hinweise. Hier kaufst du nur Hinweise. Ah, und das sind jetzt die Jobs, die ich Und kaufen muss. genau, hier in der 110 die Bakers. Und jetzt guck nochmal auf die andere, was du eben meintest. Das hier? Das ist 111 zum Beispiel die Carters. Hatte in den letzten Wochen deutlich weniger Zeit für Twitch und so. Ja, bei Manasu Mod werden ist anstrengend. Nein. Was hast du denn gemacht? Was, wie Okay. lief's denn? Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Hat sich jetzt alles wieder beruhigt? Genau. Ich gucke nur gerade durch Ja, Rückblick ja, im ja. Chat. Ich muss hier gerade nur kurz das spielen, dafür brauche ich etwas Konzentration, deswegen kann Also ich das hier nicht ist was so wie eBay, wo du viel. deine Hehlerware verkaufst, Ja. für teuer. Die suchen aber nur bestimmte Sachen, ne? Da könntest Okay. du gucken, was die wollen, und dann würdest du das in den Häusern mitnehmen. Hier kaufst du dein Equipment. Oh, ich habe schon 121 Dollar. Ja, du könntest dir einen einfachen Dietrich kaufen, aber das brauchst du noch nicht, das kommt noch. Und der Rest siehst du ja, Kletterhandschuhe mit 1200 Euro, Dollar und so ein Kram, ne? Red du weiter mit dem Chat, wenn Ich er guck, was der gerade Chat schon schreibt. da Hat den ist. Discord kann man ja noch neben der Schule machen. Ich
möchte Twitch hier zieht raus immer so viel eigentlich. Zeit, aber jetzt sind erstmal Herbstferien. Ah, Herbstferien. Seitdem ich nicht mehr mit meinen Geschwistern zusammen wohne oder nicht mehr mit der Schule zu tun habe. Er wohnt ja aber nicht in Niedersachsen. Niedersachsen sind auch keine Herbstferien. Nee, war, glaube ich, NRW. Da kann das gut sein, ja. Seitdem ich nicht mehr mit kleinen Kindern oder nicht mehr schulpflichtig bin, weiß ich nicht mehr, wann Ferien sind. Du solltest ja das Geschirr kaputt machen, ja, ne? Ich weiß nicht. Du hast noch Hehlerware, du müsstest noch zum Porsche. Ah, okay, mach ich. Ja, Rika läuft wie eine Betrunkene. Also nicht, dass ich mich nicht mit euch unterhalten möchte, aber es geht nur eins von beiden. Ich bin so null Multitasking. Wir waren auch am Überlegen, ob wir vielleicht mal 7 Days to Die spielen. Da bin ich aber wirklich von der Grafik nicht ganz so. Hast du das jetzt gehört oder was? Gesehen? Nö, das hatte Lisa öfters schon mal angesprochen. Ich dachte, das wäre das, was Matteo letztens gesprochen hat. Hat er ja auch. Ja, und dann hast du es ja gesehen. Dann hast du dann festgestellt, dass die Grafik scheiße ist. Ich bin kein Grafikmensch, aber ein Spiel muss mich ja trotzdem so ein bisschen optisch abholen. Ja. Komm, hol mich ab, hol mich ab, hol mich ab. Komm, hol mich, komm, lass mal brainstormen. Komm. Gib mir Feedback, komm, wir schießen uns den Ball hin und her. Oh nee, bitte nicht. Jetzt formen wir alle einen Wutball. Ball? Das mache ich. Einen Schuldball? Ja. Von meinen Wut. Nee, ich habe ihn Wutball damals genannt. Ich werde die nächsten Tage, ich habe da voll Bock drauf, nochmal Titana E gucken. Mach das kannst du mir. Wie nennst du ihn? Ich nenne ihn Bob. Du kannst doch einen Planeten nicht Bob nennen. Warum nicht? Das ist mein Planet. Da, okay. Wer von euch kennt Titana E? So wie sie alle hier schreien? Niemand. Darf ich ans Delay erinnern? Ach so. Das hast du auch noch nicht gelernt. Nee. Ich bin so alt. Das sag ich doch. Das ist ein gezeichneter Film von Warner Brothers damals. Kam so ungefähr zeitgleich wie Der Schatzplanet raus von Disney. Auch ein sehr schöner Sci-Fi-Film, der die Thematik ein bisschen anders anspricht. Was machst du? Ich suche einen Parkplatz. Lass da siehst du doch auf der Map, da steht doch ein P. Ja, aber das ist mir zu weit eigentlich. Der ist direkt hier um die Ecke. Ja, da ist er. Ja. Perfekt. Noch ein bisschen Schruck. Also, wer sich für sowas interessiert, kann ich euch empfehlen. Sehr schöner Film. Halt nicht so mega krass bekannt, aber ist halt ein bisschen ernsthafter. Ja, der Schatzplanet, es ist ein super Film. Okay, drücken und anfassen. Das sind die zwei der großen Fui-Fuis. Das war der Schatzplanet. Habe ich ja auch gerade gesagt, dass der Schatzplanet ein toller Film ist. Da habe ich dir nicht mehr so zugehört. Gab auch ein PC-Game zum Schatzplaneten. Das weiß ich auch noch. Habe ich aber nie gespielt. Der Schatzplanet hat einen coolen Soundtrack. Ein Lied, womit die das groß gepusht haben. Und zwar mit John Wasnack von den Goo Goo Dolls. I'm still here. I'm still here. Aha, da ist jemand. Okay. Woher dann die Vaterfigur? Du bist aber auch in einem falschen Haus. Das ist doch die 111. Nein, es ist die 111. Ja, bin ich. Ach, du musst zur 110. 109. Nee, ich mach muss 111. Mach die Teller in Haus 110 Ups, kaputt. Ups, welches Band da ins falsche Haus eingebrochen? Das passiert bestimmt auch vielen Einbrechern. Ups, lalala. Hier läuft irgendwo Gas aus. Altani! Ich liebe dich, aber ich töte dich gleich. Hey, was macht Rika in meinem Haus? Ernsthaft. Fuck die Bohne, wirklich. Entschuldigung, was machen Sie hier in meinem Haus? Nee, ich wollte ein Haus weiter einbrechen. Tut mir leid, versehen. Kenn das doch, wie bei Ärzten, die das falsche Bein abnehmen.
Alltag hier. Rein. Wieso Blätter. Wohnst du in runter. Essen. Brechstange wegpacken. Oder Berlin, Neukölln. Kommentierst du jetzt gerade alles? Ja, damit ich irgendwas sage, während ich nichts sage. Du musst aber wirklich, also das mit dem Flüstern, mach lautes Flüstern. Ich mach das schon lautes Flüstern. Da sind die Teller, die du kaputt machen sollst. Achso, dafür brauche ich ja die Brechstange. Ja. Sie wurden von der Mieter gehört. Raus hier! I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Du hast Zeit. Da ist das Fenster. Ja, also ich muss dir gar nichts klauen. Ja, du hättest was extra klauen können. Ich könnte also nochmal rein? Ja, könntest du. Aber da läuft ja, da wohnt ja jemand. Es kann halt so sein, dass du jemandem in die Arme läufst. Das ist jetzt... Wir haben aber noch 2 Uhr. Ich Risk and Reward. Ich geh nochmal rein. Ich geh nochmal rein. Brechstange wegpacken. Wie war das? Was hat das Känguru gesagt? Wenn man keine Spur... Wenn man es nicht verhindern kann, Spuren zu hinterlassen, sollte man so viele Spuren wie möglich machen. Das ist mal für die Teekanne. Schleichen. Mitnehmen. Kurz Licht machen. Den Topf? Moment. Geld. Geld ist eine wertvolle Ressource. Und langsam schließen. Dieses Geräusch von den Türen, das würde mich bekloppt machen im Spiel. Hier wird wahrscheinlich jemand schlafen. Jetzt zum Auto spazieren. Ich spaziere immer nachts mit Handschuhen und dunkler Kleidung. Und Chat, was macht ihr gerade so schönes alles? Rika, was, Anna, was macht die Rimworld-Kolonie? Bist du schon von Insekten überfallen worden? Gleich links, ne? Und nach Hause. Ja, eigentlich hätte ich direkt ins Pfandhaus gekonnt. Na, guck mal, du hast es geschafft. Oh, wieso? Dufte. Ach, weil ich einmal erwischt wurde. Aber naja, es sollte das ja so sein. War ja sein, so sein. Ja, du sollst jetzt was Neues lernen. Wieso hab ich denn da nur D? D ist scheiße. Was ist D? Wie schlecht ist D? E ist eine 4. Hm. Meine Tiere im Gehege bekommen wie blöde Nachkommen. Dabei ist meine Kühlkammer schon voll. Oh, Rika muss nochmal zur Fahrschule.
Ja, das habe ich auch bei meinem Run ja festgestellt. Die Esel treiben es wie die Karnickel bei mir. Ich habe gerade was rausgefunden. Dass du schnell die Crowbar aufrufen kannst. Rauf, runter. Rauf und runter. Willst du jetzt die Quest machen oder willst du erstmal zum Porsche? Ich wollte jetzt zum Porsche. Ich bin noch dabei, Herr. Ich bin ja bei ihm. Ja, aber das ist ja nicht die Quest. Das machst du jetzt nur so. Bin ich doch gar nicht. Doch, ich wollte doch selber persönlich zum Öffentlichen. Welcome back. Welcome back. Welcome, stranger. What do you buy? What are you selling? What do you buy? What do you sell? Oh, I buy it for a high price. Oh Gott, high price. Was? High. Hoch. Nicht half. Ich dachte zum Halbpreis. Nein, dann würde ich sie mir nicht verkaufen. So, jetzt drück mal die Pause-Taste. Das? Danke, ja. So, wenn du jetzt einmal LB drückst. Ihr braucht eine Handkamera von Rika, wie sie immer wieder auf den Controller guckt. Drückst du das nochmal? Und nochmal? So, hier hast du Fähigkeiten. Ne, du bist Level 2, wie du siehst. Mhm. Du hast einen verbleibenden Skillpunkt. Mhm. Den kannst du jetzt ausgeben. Schlösser knacken, Stufe 1. Drück. Ja. A. Ja, dann drück A. So. Den hast du jetzt ausgegeben. Gehen wir jetzt zurück. Ich habe zurück gesagt, also aus dem Menü raus. Ich wusste nicht, dass ich mich so deutlich ausdrücken muss. Great. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on tools for thieves. Bin ich immer noch im neues Tutorial? Deswegen. Ja, ja, du bist grundlegend noch im Tutorial. Da wirst du noch ein bisschen bleiben. Du kannst aber erwischt werden mittlerweile. Also der zeigt dir jetzt die ganzen Basics. Kann ich denn auch einfach... Wie komme ich denn jetzt hier runter? Kann ich denn auch einfach den Dietrich kaufen? Du sollst aber auch das Ding kaufen. Ich möchte aber beide kaufen. Benötigt Schlösser knacken Stufe 2. Das hast du noch nicht. Als Fähigkeit. Ich habe keine Jobs mehr. Weil das Tutorial gerade nicht will. Bevor du dich in trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. So, du kannst jetzt nach unten gehen. Da sage ich dir, wo das ist. Links. Links. Da hinten. Da, wo das Markiersymbol eventuell ist. So, und jetzt musst du Schloss knacken. Mit dem einen Stick drehst du den oberen Bügel. Guck mal. Nicht so aggressiv. So, jetzt musst du den so ein bisschen besser ausrichten. Und wenn du das zu lange probierst, zu hardcore, geht der kaputt. Wenn du merkst, geht nicht mehr weiter, dann weglassen. Dann wieder zu. Das andere war viel leichter, was er da gemacht hat. Hä? Wo war denn das mit diesen. Ach, das war The Order! Ja! Wieso dachte ich, jetzt geht Schlösser knacken? Das ist Skyrim. Oh. Guck, das ist. Ist ja furchtbar. Du richtest den quasi aus, ne? Und drehst dann aber immer bis das. Wohin? Und dann siehst du, ah, okay, geht nicht weiter, dann drehst du ein bisschen weiter. Merkst, ah, ich bin auf der richtigen Spur, also noch ein Stück, noch quasi in die richtige Richtung. Ne? Verdammt, ging nicht. Ne? Kannst du nochmal gucken, ob es jetzt besser wird? Schön, dass du das jetzt gemacht hast. Feingefühl, das kannst du nochmal probieren. Go to 111 by 7 a.m. and watch.
Okay, also ich soll nachher 111 Auskundschaft. Die Katos. Ich rutsch mir weg. Also kannst du es gerne nochmal probieren. Ja, muss ich ja. Ja, du musst ja nur nicht so rumzappeln. Genau. Das ist nicht immer gleich. Das wird bei dem Schloss jetzt gerade so sein. Hier seht ihr übrigens, was für ein Feingefühl Rika hat. Noch mehr nach links? Noch mehr nach rechts. Da stand gerade mehr nach links. Wie du möchtest. Ja, dann noch mehr nach links. Das war ist höchstwahrscheinlich zu viel. Also, Bob Andrews wäre enttäuscht von dir. Jetzt hast du es. Ja, aber trotzdem wäre... mit dem echten Dietrich! Da. Das ist viel einfacher. Zumindest bei den Türen bei meinen Eltern. Das braucht dich noch nicht zu interessieren. In Assassin's Creed Unity gab es doch auch so ähnliches. Ich überlege jetzt gerade. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne es halt aus Skyrim auf jeden Fall und aus Fallout. Wobei Fallout waren es ja mehr Codeknacken. In Skyrim habe ich immer als allererstes Dietrich hier gekauft. Na, die 111 ist ja da, wo du eben warst. Das heißt, du kannst wieder an derselben Stelle parken. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Nimm den Daumen hier weg. Nicht diesen Daumen gerade benutzen beim Autofahren. Ich sehe schon den Daumen, wie er über diesem Joystick hovert. So. Du sollst um 7 da sein. Du hast es jetzt 9, du bist dazu zu spät, du müsstest jetzt einen Tag da pennen. Und du packst wie ein Arschloch auf 2, mitten auf der Linie. Ist egal. Bitte nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Schlaf jetzt. So, und jetzt kannst du raus und dir das Haus angucken. Die 111. Kannst du jetzt hier drauf? Der ist gerade verbuggt. So, und jetzt hochgucken. Jetzt kannst du dir das anschauen. So, was sagt er? Bababam. Guck mal direkt auf die Frau. Markiere den Bewohner, warte mal. Da kannst du mit RB markieren. RB. Genau. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. So. Ah, da ist das markiert, dass ich da die Schachtel holen soll. Genau, da ist das jetzt die Aufgabe. Jetzt siehst du hier oben diese die Linie, ne? Für diesen Tageszeitpunkt hast du jetzt den Ablauf der Leute kennengelernt. Mhm. Und blau bedeutet, sie sind nicht im Haus. Aber die sind doch gerade im Haus. Ja, einer von denen. Hier sind zwei Bewohner im Haus. Sie ist ja auch gerade nicht zu Hause im Wohnzimmer. Das heißt, wenn der bei Blau ist und das Haus verlässt, kannst du rein, um die Box zu holen. Ich weiß, ihr habt jetzt gerade nicht gesehen, wo ganz ich hingezeigt habe, aber ich muss es ja Rika irgendwie erklären.
einfach oben rechts. Die Balken sind wichtig gerade. Dich sieht jemand. Der da. Du könntest dich ja schon mal im Haus umgucken, wie du da reinkommst, eventuell. Okay, von vorne kämst du rein. Mhm. Das ist für dich umgucken? Du warst jetzt nicht hinterm Haus. Nee, konnte ich nicht. Da war eine Hecke, da war zu. Da kommst du nicht hinter das Haus. Du kannst dir einen größeren... Guck mal, er geht. Ja. Er sitzt raus. Du kannst rein. Oh Gott. Ja, fast. Jetzt, du musst auch wieder loslassen, sonst machst du den halt kannst kaputt. Kannst du mal kurz, sonst dauert das jetzt zu lang. Ernsthaft? Ja. Du hast kein Dietrich mehr. Dann gib her. Da komme ich nicht durch. Ach, das war der Typ. Dann kann ich die Aufgabe gerade nicht machen, wahrscheinlich. Hier war der Anfang. Okay. Dann war hier. Genau. Okay. Das Problem ist es aber. Geh mal nochmal ums Haus herum. Ja. Nicht da entlang. Ich hab ums Haus herum gesagt. Wie so ein Eichhörnchen. Guck mal hier, ob hier noch irgendwas ist. Alles vergittert. Nee. Hast vergessen. Ja. Musst du dir erstmal einen neuen Dietrich kaufen. Das heißt, ich muss zurück. Das heißt, ich kann den Auftrag heute jetzt gerade vergessen. Ja. Auf gut Deutsch gesagt. Also ich könnte auch gucken, ob du den letzten Kontrollpunkt neu lädst. Wie mache ich das dann? Geh mal ins Pausenmenü. So, mal gucken, gib mir mal bitte kurz. Schön. Das tut mir jetzt leid. Tick, tick, tick. Checkpoint laden. Ich war zu angespannt. Ein war zu stressig. Wir haben 7 Uhr morgens. Jetzt muss ich das wahrscheinlich nochmal machen. Na? There's a box in there. Wait for them to leave and get me. Steck dich da unter Mom, der Passant kommt. Guck zum Haus, wo sind jetzt die Dinger? Die Dinger sind weg. Welche Dinger? Na, die, wann wer im Haus ist. Weil wir jetzt gerade nicht am Haus dran sind. Mm-mm. Vorhin, als ich das saß, hatte ich das auch. Ja, guck, sag ich ja, weil wir gerade nicht nah genug am Haus dran sind. Ja. Warte, langsam öffnen war... X halten. Okay. Nicht zu früh loslassen. Was machst du? Mich schon mal in die Gegend hier schleichen, damit ich nicht draußen entdeckt werde. Dann gehe ich hier hin. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Und R5, wie läuft's bei dir? Was ist jetzt gerade noch alles zu tun? Wie läuft Schule?
Dann probier das Ganze nochmal. Aber ob das gelingt, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Cliffhanger! Cliffhanger!